Heute zum Thema Eigenbedarfskündigung bei Mischmietverhältnissen. Guten Tag, mein Name ist Alexander Bredereck. Ich bin Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht und heute geht es mal wieder um eins meiner Spezialthemen, die Eigenbedarfskündigung. In diesem Fall ein Urteil des Bundesgerichtshofs vom 1.7.2015. Da ging es um eine noch offene Frage bei der Eigenbedarfskündigung. Vieles hat ja der Bundesgerichtshof jetzt geklärt, weniges davon zugunsten der Mieter, sondern insgesamt alles sehr vermieterfreundlich. Auch dieses Urteil wieder. Hier war es so, dass ein sogenanntes Mischmietverhältnis vorlag. Die Mieterin wohnte in den Räumen und betrieb auch noch ein Gewerbe. Es war allerdings hinsichtlich des Objekts nicht eindeutig geklärt, was war Wohnung, was Gewerbe. Es waren insbesondere keine zwei gesonderten Mietverträge. So würde ich das übrigens immer empfehlen, Vermietern immer getrennte Mietverträge über getrennte Einheiten. Geht ja manchmal nicht, aufgrund der Ausstattung und manchmal machen die Vermieter es halt auch nicht, obwohl es gehen würde. Das ist aus meiner Sicht dann immer ein bisschen ungünstig. Aber gut, hier war es halt so. Die Gerichte kriegen es ja immer so auf den Tisch, wie es die Suppe immer so auf den Tisch, wie sie gekocht wurde. Hier war es so, einheitliches Mietverhältnis. Und jetzt hatte die Eigenbedarfskündigung, war ausdrücklich nur auf den Wohnteil bezogen worden. Also derjenige, für den der Vermieter da den Eigenbedarf geltend machen wollte oder geltend gemacht hat, der war nur an dem Wohnteil interessiert und konnte auch nur insofern Eigenbedarf vortragen. War da wohl auch ehrlich. Hätte er vielleicht auch sagen können, ich will das Ganze. Hatte aber nicht. Hat gesagt, ich will den Wohnteil. Und jetzt war die Frage, ist die Kündigung wirksam? Denn es gibt ja auch noch den Gewerbeteil. Und da hat der Bundesgerichtshof gesagt, jo, das ist wirksam. Es reicht aus, wenn sich der Eigenbedarf auf die Wohnräume beschränkt. Also hat der Vermieter hier Glück gehabt, anders als sonst oft bei diesen sogenannten Mischmietverhältnissen, wo viele Rechtsfragen zulasten des Vermieters ausgehen, weswegen, wie gesagt, das nicht zu empfehlen ist. Aber im Fall von Eigenbedarf reicht es aus, wenn sich der Eigenbedarf auf die Wohnräume bezieht. Ob das vielleicht nochmal anders wäre, wenn wir jetzt eben einen sehr großen Wohnteil mit einem sehr kleinen Gewerberaumteil oder umgekehrt haben, ob man es da vielleicht nochmal anders betrachten muss, weiß ich nicht, aber jedenfalls hier hat der Bundesgerichtshof erstmal gesagt, Teil für Wohnung, Eigenbedarf reicht aus. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Tschüss.